Mit einem Illuvian könnte Korypheus das Nichts körperlich betreten? So ist es. Der Inquisitor kann bestätigen, dass diese Artefakte noch immer funktionieren, wenn man sie zu benutzen weiß. Was passiert, wenn Korypheus das Nichts betritt? Nun, dann erfüllt sich Korypheus einen Herzenswunsch und erlangt die Macht eines Gottes. Oder, und das ist wahrscheinlicher, dieser Wahnsinnige entfesselt Mächte, die die Welt in Stücke reißen. Das lasse ich nicht zu. Das kann ich nicht. In der Tat. Falls Korypheus Erfolg hat, werdet ihr nämlich gewiss der Erste, der seinen heiligen Zorn zu spüren bekommt. Verzeiht mir die Frage, aber heißt das, alles ist verloren, wenn wir den Illuvien nicht vor Korypheus finden? Korypheus hat einen Vorsprung, egal wie schnell unsere Armee marschiert. Wir sollten unsere Verbündeten mobilisieren, bevor wir aufbrechen. Können wir auf sie warten? Wir sollten vorab unsere Spione in die Arbor-Wildnis entsenden. Ohne Rückendeckung durch Soldaten? Ihr würdet die Hälfte von ihnen verlieren. Was sollen wir dann tun? Überlegt euch etwas. Alle drei. Gemeinsam. Josephine, unsere Verbündeten sollen Späher schicken, die wir in der Wildnis treffen. Liliana, eure schnellsten Spione gehen mit. Gemeinsam haben wir genug Spione, um Korypheus' Armee bis zur Ankunft von Kallens Soldaten aufzuhalten. Ha! Ich bewundere eure Zuversicht. Nur ist die Arbor-Wildnis kein sonderlich gastfreundlicher Ort. Diese Wälder sind voller alter Elfenmagie. Es wäre nachlässig, von uns auf euer Wissen zu verzichten, Lady Morrigan. Bitte lasst uns an eurer Weisheit teilhaben. Deshalb bin ich hier. Allerdings freue ich mich, dass ihr den Wert meines Wissens zu würdigen wisst. Habt ihr noch weitere Anweisungen, Inquisitor? Zunächst bestand die Inquisition nur aus einer Handvoll Soldaten. Dank euch sind wir heute eine Armee, die einen selbsternannten Gott stürzen wird. Ich könnte mir keine besseren Ratgeber vorstellen. Und ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir könnten uns keine edlere Sache vorstellen. Wir werden Korypheus in der Wildnis stellen, bevor er den Tempel oder diesen Illuvien findet. Inquisitor! Wie läuft die Schlacht, Hauptmann? Wir können uns nur mit Mühe halten. Die Roten Templer kämpfen entschlossener denn je in Gegenwart ihres Meisters. Laut unserer Späher ist Korypheus unterwegs zu einer Elfenruine nördlich von hier. Wir können euch eine Bresche durch seine Armeen schlagen. Tut nur, was ihr tun müsst. Wir brauchen genug Leute für die Siegesfeier nach unserer Rückkehr zur Himmelsfeste.
Wir werden euch nicht enttäuschen, mein Lord. Komme, was mag. Andraste sei mit euch. Ich frage mich, ist es Andraste, die eure Soldaten in der Schlacht anrufen, oder kommt ihnen ein anderer Name über die Lippen? Sie respektieren mich, Morrigan. Niemand hält mich für den Erbauer. In der Tat. Es ist weitaus wahrscheinlicher, dass ihr ihnen helft, als irgendein Kirchenmärchen. Aber ich schweife ab. Wenn die Berichte eurer Späher korrekt sind, könnten diese Ruinen der Mythal-Tempel sein. Das heißt? Der Tempel ist ein heiliger Ort aus den Legenden der Elfen. Wenn Korypheus ihn sucht, ist der Illuvien, den er begehrt, dort verborgen. Hoffen wir, dass wir diesen Tempel erreichen, bevor der ganze Wald in Rauch aufgeht. Hört nur, wie nahe die Kämpfe mittlerweile sind. Das Schlimmste kommt noch. Kommt schon, treten wir denen in die Ärsche. Ich hoffe, ihr habt recht, was diesen Tempel angeht, Morrigan. Ich sehne mich nach einem Dach über dem Kopf. Machen euch die Wälder zu schaffen, Parvus? Nein, eher die Leute, die versuchen, mir den Kopf abzuhacken. Wächter. Vermutlich die letzten von denen, die in Adamant versklavt wurden. Wenn er sie zwingt, ihm zu dienen, wird der Tod für sie ein Segen sein. Thank you.
Dort. Das muss der Mythaltempel sein. Ja, und ich höre Kampflärm. Namelana sur Banalen. Sie wollen immer noch kämpfen, Meister. Diese Würmer werden uns nicht von der Quelle der Trauer fernhalten. Quelle der Trauer? Seid geehrt. Sterb durch die Hand eines neuen Gottes. Nicht sein. Über die Brücke, schnell! Endlich, Mythals Allerheiligstes. Gehen wir weiter, bevor Korypheus uns stört. Ihr habt gesagt, Korypheus will einen Eluvien, aber er erwähnte eine Quelle der Trauer. Was ist denn nun richtig? Ich bin nicht sicher, was er damit meinte. Ihr habt geraten. Korypheus ist vielleicht gar nicht hinter diesem Eluvien her. Möglicherweise ist er nicht einmal hier. Ja, ich habe mich geirrt. Seid ihr jetzt zufrieden? Was auch immer die Quelle der Trauer sein mag, Korypheus sucht danach. Also sorgt dafür, dass er sie nicht bekommt. Sehen wir zu, dass wir diese Quelle vor Korypheus Leuten finden. Ich wüsste gerne, wieso Korypheus noch lebt. Wir haben ihn sterben sehen. Und seine Lebensenergie geht auf alle verderbten Kreaturen über, egal ob dunkle Brut oder graue Wächter. Und? Wie oft müssen wir ihn dann töten? Nicht oft, oder? Wenn Korypheus niedergestreckt wird, erwacht er danach zu neuem Leben. Wir werden ihn aufhalten, sobald wir hier fertig sind. Seltsam. Erzdämonen haben dieselbe Fähigkeit, aber dennoch können die grauen Wächter sie töten. Aber Korypheus haben sie weggesperrt. Offenbar wussten sie, dass er dazu in der Lage ist, allerdings nicht wie. Offenbar ist die Magie des Tempels noch immer stark. Ist das elfisch? Steht da irgendetwas über diese Quelle der Trauer? Ich kann nur Teile entziffern. Ah, Abelasen, das heißt Ort der Trauer. Das muss die Quelle sein. Hier steht etwas über Wissen, respektvoll oder rein. Shiven, Shivennen. Mehr verstehe ich nicht.
Aber die Erwähnung der Quelle ist ein gutes Omen. Wenigstens wissen wir jetzt, dass die Quelle der Trauer wichtig war. Bittsteller hätten sich zunächst hier vor Mythal verneigt. Vielleicht dürfen wir eintreten, wenn wir es ihnen gleich tun. Oh nein, das ist übel. Rituale sind übel. Das könnt ihr nicht wollen. Es muss sein. Oder macht ihr etwa einen Rückzieher? Na bitte. Gemacht. Mal sehen, was uns erwartet. Wie ich sehe, sind die Roten Templer den Wächtern des Tempels bereits begegnet. Haben sie irgendwas bei sich? Durchsucht auf alle Fälle ihre Leichen. Wehrt sie ab! Noch können wir sie einholen. Wartet, einen Moment. Während sie vorauseilen, ist das der Weg zu unserem wahren Ziel. Wir sollten dem Pfad der Bittsteller folgen wie bisher. Da draußen kämpft und stirbt eine Armee für uns. Je länger wir zögern, desto mehr Soldaten verlieren wir. Lasst uns da runterspringen und der Sache ein Ende machen. Vielleicht ist es ja gar keine gute Idee, wie ein wilder Büffel loszustürmen. Ist nur so ein Gedanke. Ihr seht die Dringlichkeit. Wir dürfen die Quelle der Trauer nicht unvorbereitet suchen. Ihr seid recht begierig darauf, unser Ziel zu erreichen. Wollen wir nicht alle verhindern, dass Korypheus' wahnsinniger Plan aufgeht? Mir kommt es so vor, als wollt ihr nur diese Quelle. Die natürliche Ordnung ist in Gefahr. Einst wandelten Legenden durch Cedars, mächtige und wundersame Wesen. Ihr Tod hat uns alle ärmer gemacht. Korypheus würde die uralte Macht der Quelle verschwenden. Ich würde sie wiederherstellen. Ihr wisst nicht einmal genau, was die Quelle der Trauer ist und wollt sie wiederherstellen? Ja. Oder gibt es in Cedars so viele Wunder, dass wir sie nach und nach sterben lassen sollten? Die Menschheit stolpert durch die Welt und zerstört alles, was sie nicht versteht. Elfen, Drachen, Magie. Die Liste ist endlos. Wir müssen den Lauf der Dinge aufhalten, sonst ist alles, was uns bleibt, Profanität. So viel steht fest. Ich konnte in der ersten Kammer mehr entziffern, als ich zugab. Zum Beispiel, dass jenen, die die Quelle der Trauer benutzen, eine große Gnade gewährt wird. Allerdings zu einem schrecklichen Preis. War euer Vertrauen in mich nicht groß genug, um mir gleich von diesem Preis zu erzählen?
Ich hoffte, noch mehr Informationen zu finden. Hätte ich euch hintergehen wollen, hätte ich mich gänzlich unwissend gestellt. Eure Sache hat für mich Priorität. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, diese Quelle zu retten, bin ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Um was zu erreichen? Das müssen wir herausfinden. Vielleicht weisen uns die Rituale den Weg. Wollt ihr auf die Rituale verzichten, Inquisitor? Überlegt euch das gut. Wenn wir den Templern folgen, gibt es kein Zurück mehr. Vorsicht! Wer auch immer das war, erwartet uns. Wenn wir uns umsehen. Das hatte ich nicht erwartet. Wozu diente diese Kammer? Wir werden beobachtet. Venavis. Ihr seid anders als die anderen Eindringlinge. Ihr folgt unserem Faden an der Seite von Elvenan oder jenen, die unsere Züge tragen.
Ihr tragt das Mal der Magie, das uns vertraut ist. Was ist geschehen? Was ist eure Verbindung zu jenen, die unseren Schlummer zuerst störten? Sie sind meine Feinde, ebenso wie die euren. Mein Name ist Abelas. Wir sind Behüter mit dem Befehl, all jenen Einhalt zu gebieten, die den heiligen Boden betreten. Wir erwachen nur, um zu kämpfen, um diesen Ort zu bewahren. Und jedes Mal, wenn neue Eindringlinge kommen, schwindet unsere Zahl. Ich weiß, wonach ihr sucht. Wie alle, die vor euch kamen, wollt ihr aus dem Vera Bedasen trinken. Der Ort des Weges der Trauer. Er spricht von der Quelle. Er ist nicht für euch. Er ist für niemanden von euch. Wir wollen euch weder bekämpfen noch euren Tempel bestehlen. Ich glaube euch nicht. Unsere Pflicht ist klar. Niemand wird sich des Vera Bedasen bemächtigen. Selbst wenn ich ihn dazu zerstören muss. Mas'haldina. Nein! Morgen! Jahrhundertelang haben sie diesen Ort bewacht. Nur um dann ohne triftigen Grund abgeschlachtet zu werden? Wie alt können sie schon gewesen sein, wenn sie so dumm sterben, oder? Seht euch vor den Magiern vor! Wenn wir uns mal umschauen. Dieser Ort ist wie ein Labyrinth. Diese Elfenschnösel wollen keine normalen Leute in der Nähe ihrer kostbaren Quelle.